Anlässlich der Präsentation seines Buches Auf ein Bier mit John Maynard Keynes lud der geschäftsführende Gesellschafter der Stiegel Brauerei zu Salzburg, Dr. Heinrich Dieter Kiener, ins Stiegelgut Wilshut. In seinem Buch bezieht Kiener Stellung zur aktuellen Wirtschaftssituation und begibt sich dazu auf einen Streifzug durch Theorien von Ökonomen und Philosophen aus der ganzen Welt. Ja, in diesem Buch geht es eigentlich um die Philosophie, die wir als Familie vertreten, dass man sagt, okay, wir sollen eigentlich dieser Erde das, was wir entnehmen, auch wieder zurückgeben. Das heißt, um Kreislaufwirtschaft, und das haben wir hier an diesem Gut in Wilshut sozusagen, praktizieren wir das. Das haben wir hier gebaut, um das möglichst vielen Menschen näher zu bringen. Und zusätzlich soll helfen, dass dieses Buch von vielen gelesen wird und dass das dann auch verstanden wird, warum das so wichtig ist. Wirtschaftliches Fundament seines Buches bildet John Maynard Keynes regulative Betrachtungsweise der Wirtschaft. Keynes ist ja ein bekannter Wirtschaftstheoretiker und Volkswirt, und der hat 1930 schon gesagt, dass der reine Kapitalismus seine Grenzen hat. Wir müssen diesen reinen Kapitalismus begrenzen mit staatlichen Eingriffen, weil sonst würde er uns wahrscheinlich entgleiten. Auch anhand seines eigenen Unternehmens zeigt China, dass sich nachhaltiges Wirtschaften und Erfolg nicht ausschließen. Das Stiegelgut Wilshut an der salzburgerisch-oberösterreichischen Grenze ist das erste Biergut Österreichs und hat sich der Biolandwirtschaft sowie dem Slow Brewing verschrieben. Das Gut macht die Philosophie Chinas von nachhaltigem Wirtschaften und das Thema des Buches hautnah erlebbar. Ja, das ist auch mir ein persönliches Anliegen, dass man sagt, das sind die einfachen Dinge, aber die müssen einen Tiefgang haben. Hier in Wilshut zum Beispiel ist wichtig, dass es ein tolles Brot ist. Es gibt verschiedene Brotsorten, aber es gibt dazu auch verschiedene Buttersorten. Das muss nicht immer das überkantitelte Soßenthema sein, sondern die Menschen sollen erkennen, dass die Dinge nicht oberflächlich sind, sondern einen Tiefgang haben müssen. Und dann, glaube ich, können wir auch die Welt wieder in die richtige Richtung bewegen. Wilshut ist außerdem Schauplatz eines ganz besonderen Bierversuchs. Im Rahmen der Buchpräsentation erfolgte der Startschuss zur Herstellung des Urbiers. Ein Bier, wie es bereits in der Antike rund 3000 vor Christus gebraut wurde. Ich glaube, dass es ein sehr körperreiches Bier wird, dass es einen sehr komplexen und individuellen Geschmack hat. Nicht unbedingt jetzt vergleichbar mit einem Bockbier oder mit einem Starkbier, so wie es wir kennen. Es wird in irgendeiner Form anders werden. Aber wie es genau wird, das wird sich dann erst wirklich zeigen im Laufe der Reifung. Also ich denke, wir werden einmal im Jänner, also in 2-3 Monaten, einmal am Vorer öffnen, einmal verkosten und dann auch schauen, ob wir dann noch länger drin bleiben oder ob wir es dann vielleicht schon rausnehmen. Also es ist für uns wirklich ein Experiment. Bereits am Vortag der Buchpräsentation erfolgte die Verkostung des diesjährigen und bereits 5. Jahrgangsbieres mit dem klingenden Namen Sonnenkönig, dem 2. In diesem Jahr haben wir ein Doublewit eingebraut. Ein Doublewit ist ein Bierstil, ein belgischer Bierstil. Der ist ein sehr alkoholstarker Bierstil. Man verwendet Orangenschale und Koriander. Und diese Aromen von Orangenschale, Koriander verbinden sie dann wieder schön mit diesen Aromen vom Tequila-Fass. Und das Bier reift dann 6 Monate lang im Tequila-Fass, nimmt dann die Aromen vom Tequila-Fass auf. Und das Schöne ist dann, wenn man dann in zufriedene Gesichter blicken kann, wenn sie dieses Bier dann genießen und verwundert sind, wie toll und wie breit gefächert eigentlich Bier sein kann.